Moin Moin, wir sind hier heute am Mittelalterhaus in Nienover. Neben mir ist der Benny von der IG Mitima. Wir sind hier mit so einem kleinen Kontingent der IG 13 ist. Und so ein bisschen sieht man hier im Hintergrund das Mittelalterhaus. Das können wir uns nachher vielleicht auch nochmal anschauen. Und wir wollen hier an diesem langen Wochenende bei diesem herrlichen Wetter Bronze gießen. Nach alten Verfahren und auch einmal nach neuen Verfahren. Was brauchen wir dafür? Ich habe so ein bisschen Strohlehm vorbereitet, da bauen wir uns mal gleich eine kleine Erdesse draus. Wir haben Blasebälge dabei, die kennt ihr aus den Schmiedevideos. Lehmdüsen, einen kleinen Tiegel. Ich habe extra so kleine Tiegel gebaut, weil ich nicht genau weiß, wie gut sie halten. Und wenn wir so einen großen Tiegel haben mit einer Menge Bronze und der zerbricht, dann ist er natürlich gleich... Es ist die ganze Bronze futsch, das wollen wir nicht. Benni, magst du mir mal die Formen darüber reichen? Genau, ich habe mal hier so kleine Lehmformen vorbereitet vor ein paar Tagen, auch mit Strohlehm. Und ich will einfache Plättchen gießen. Nichts Aufwendiges, einfach erstmal nur ein viereckiges Plättchen, was ich dann später in den Messergriff verarbeiten kann, weil wir das Ganze ja erstmalig testen wollen. Ja, und dann haben wir Omas Schrank geplündert und haben hier was ein paar alte Zinnteller besorgt und ja, so ein bisschen alten Kupfer, kleine Röhrchen und Kabel, was man so hat. Ja, Bronze ist eine Mischung, habt ihr schon mitbekommen, aus Kupfer und Zinn. Ich möchte gern so eine Mischung machen, 10% Zinn und 90% Kupfer. Dann erhalten wir einen schönen Kupferton. Die Bronze wird nicht zu hart, das heißt, man kann sie noch ein bisschen schmieden. Ja, und der Benny wird dann Gürtel schneiden, wolltest du, glaube ich, gießen? Und? Gürtel schneiden. Aber nicht in diesen Lehmformen. Ja. Zeigen wir nachher. Zeigen wir später, okay. Ja, dann fangen wir jetzt, glaube ich, erstmal an mit der Erdesse. Bis gleich. So, unsere Erdesse soll hier in diesem Bereich entstehen. Wir haben hier, wie gesagt, so ein bisschen Strohlehm, den ich vorbereitet habe. Den klopfen wir jetzt nochmal so ein bisschen klein. Machen uns hier gleich so eine kleine Grube, so eine kleine Vertiefung in der Erde. Kleiden das Ganze mit Lehm aus und mauern dann so einen kleinen Wall hier ringsrum. Ach, die braucht gar nicht tief sein, nur dass wir sowieso hier. Oh, ist hart, ne? Da. Nee, das siehst du ja. Siehst du diesen grünen Stich in diesem Kleid? Ja. Siehst du, ne? Und weißt du, wie der entstanden ist? Ich hab den Kupfertopf gefärbt. Nee, wir haben einfach den Topf, wir haben den grün gefärbt gehabt und den Topf direkt aus. Ich habe die jahrelang dann irgendwie doch wenig benutzt, weil ich ein iPhone habe und ich finde die Kamera, die ist, hat man so schnell zur Hand. Und ich hatte eigentlich vor, ein bisschen tiefer einzusteigen, aber ich gebe es zu, ich habe keine Lust, mich da so richtig anzugucken. Und dann mache ich meistens doch irgendwie mit Auto und so ein paar Sachen und dafür reicht die dann auch. Ja, das stimmt. Ja, und jetzt befeuern. So, wir haben die Düsen jetzt hier leicht versetzt angelegt. Diese Düse belüftet in diese Richtung, diese Düse belüftet in jene Richtung, so dass wir die komplette Esse gleich belüften können, dass der Wind wirklich überall die Kohle trifft. Ja, das Ganze wird jetzt noch mal etwas höher gemauert und dann sind wir eigentlich auch schon fertig und kann das Ganze trocknen. Fertig. So, das war's. Jetzt können wir das Ganze eigentlich ein bisschen trocken feuern und sobald die Erdesse trocken ist, geht es dann auch weiter mit dem Erwärmen der Tiegel. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder.
Unsere Erdesse ist jetzt soweit fertig. Die ist auch schon vorgeheizt. Der Alex hat vorhin fleißig gepumpt, hat Holzkohle nachgelegt. Und ich beginne jetzt gerade damit, ein bisschen Kupfer vorzubereiten. Ich habe hier so einen kleinen Hilfsamboss. Hau hier so alte Kupferreste platt. Wir versuchen das mal ein bisschen zu dosieren, denn der Benny und ich waren in der Aufregung nicht in der Lage, noch eine Waage einzupacken. Das ist natürlich fatal, aber da wir gute Handwerker sind, haben wir ein prima Augenmaß und schauen mal, dass wir da eine 90-10er Mischung hinbekommen. Dann hatte ich gestern ja schon einmal meine Tiegel erklärt und meine Formen erklärt. Ich halte das hier nochmal so einmal in die Kamera. Das ist eben eine viereckige, flache Form, eine Scheibe quasi, die ein paar Mal in Lehm getunkt wurde, leicht angetrocknet und dann in Strohlehm verpackt. Das ist einfach so ein Draht hier, ne? Das Positiv da drin besteht aus Bienenwachs. Da sehen wir so ein Stückchen von dem Gießtrichter. Das ist eben die herkömmliche, die mittelalterliche Variante. Und Benny macht jetzt mal ein Unboxing. Der zeigt euch mal, wie ihr eine moderne Variante verwenden könnt. Bei eBay, bei einem Händler bestellt, ungefähr 20, 25 Euro. Dafür bekommt ihr eine kleine moderne Form. Bestehend aus einem Stahlgerüst, zweiteilig, verschraubt. Ein Kilo Ölsand und ein bisschen Trennmittel, so ein Talkumpuder. Was wir damit genau machen, zeigen wir euch nachher. Schlussendlich funktioniert es relativ einfach. Wir schließen die Form wieder. Wir fangen mit einer Seite an, pressen den Ölsand rein, legen unsere Werkstücke dazwischen, drücken sie aufeinander, ziehen es nachher ab und ziehen unsere Gusskanäle durch die Form. Wir Talkum nicht vergessen. Talkum nicht vergessen, genau. Wir zeigen es nachher nochmal im Detail, wie wir es gemacht haben. Und dann schauen wir mal, was schlussendlich besser funktioniert. Ne? Genau, und wir wollen mal einen Probeguss machen, einfach nur mit Zinn, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Wenn, ich bin Schmied, Benny ist Buntschmied, Metallguss haben wir beide noch nicht gemacht. Das ist also so ein Erstlingswerk und damit wir ein Gefühl dafür bekommen, fangen wir einfach mal mit ein bisschen Zinn an. Okay, dann klopfe ich hier mal weiter, Benny bereitet seine Form vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, eine Hälfte der modernen Form haben wir schon vorbereitet. Was jetzt folgt, ist eigentlich der große Spaß dabei. Wir können uns entscheiden, was wir gießen wollen. Ich habe mir mal hier ein paar Schnallen rausgesucht, die wir schon hatten und die wollen wir mal aus Bronze gießen. Was jetzt folgt, wäre eigentlich folgendes. Wir würden die Form abdichten und dann würden wir neuen Ölsand darauf machen, bevor wir die Gegenstände reingelegt haben. Diesmal machen wir es anders, seht ihr nämlich besser. Wir fangen mal an. Es kommt ein wenig Talkum darauf, dass wir später auch wieder die Form trennen können. So, dann fangen wir mal an, unsere Gießteile so ein bisschen in der Form auszulegen. Und jetzt schließen wir die Form. Und nun das ganze Spiel nochmal von vorne, damit auch die Teile von oben sich wieder trennen lassen. Auch hier nochmal ein bisschen Talkum rauf. Und jetzt stopfen wir die Form wie die erste Hälfte komplett mit Ölsand. Haben wir noch einen Ölsand hier? Genau. Ja, staubt das Zeug. Oh ja. Auch hier wieder erstmal mit der Hand schön vordrücken, damit der Ölsand auch in alle Ritzen reinkommt. Und dann verdichten. Wenn ihr das nochmal im Detail sehen wollt, es gibt unzählige Videos dazu im Internet. Guckt bei YouTube, was ihr mit dem Stichwort einfach Ölsand gießen dann eingeben könnt. Und dann habt ihr auch schon bald eure Vorlage zum Formstopfen. Ich habe jetzt auch die zweite Seite verdichtet. Gucken wir mal, ob es was geworden ist. Hier sehen wir jetzt die vier Gürtelschnallen,
in der Oberseite eingedrückt. Die werde ich jetzt gleich vorsichtig rausnehmen und danach die Gussgrate reinziehen. Das zeige ich dann nochmal gesondert. Wir haben ja leider keine Waage dabei und haben uns dann mal bemüht, einen adäquaten Ersatz zu finden. Wir haben uns die Kupferstücke platt geklopft, einigermaßen gleich große Stücke daraus erstellt mit einem Meißel auf einem kleinen Stück Stahl, haben uns dann die Zinnstücke auch in etwa gleich große Stücke geschlagen und haben dann einfach mal abgezählt. Haben dann also 9 Teile von diesem Kupfer und 1 Teil von dem Zinn genommen. Werden jetzt mal die Tiegel beschicken. Es gibt immer wieder Anleitungen, die sagen, schmelzt zuerst das Kupfer und gebt dann das Zinn hinzu. Das könnt ihr natürlich so machen, allerdings spart ihr eine ganze Menge Kohle, wenn ihr gleich das Zinn hinzugebt. Denn die Bandbreite, die Temperaturbandbreite der Flüssigphase vom Zinn ist unglaublich groß. Also ihr werdet das Zinn auf gar keinen Fall verdampfen. Ihr habt aber den Vorteil, das Zinn ist flüssig, ummantelt das Kupfer und hat eine wesentlich bessere Wärmeübertragung. Das heißt, das Kupfer schmilzt einfach früher auf und ihr müsst hier die Tiegel nicht so lange erwärmen. Das werden wir jetzt mal machen. Wir haben ein bisschen mehr vorbereitet. Das ist nur ein klein bisschen. Hier in den Tiegeln befindet sich schon etwas Borax. Borax wurde schon beschrieben im 12. Jahrhundert von Theophilus Presbyter. War also gar nicht so unbekannt, das Borax. Das nutzen wir einfach dazu. Das bildet dann später so eine glasartige Schicht über der Schmelze und hält den Luftsauerstoff fern. Das heißt, wir mindern die Oxidation etwas. Ja, und das schmeiße ich hier jetzt einfach mal hinein. So, muss das natürlich aufschmelzen, wird dann die Tiegel in etwa halb füllen. Und so machen wir jetzt mal weiter. Bis später. Wir wärmen jetzt hier schon einmal die Tiegel vor. Thomas sitzt am Blasebalg und pumpt schon kräftig. Hier haben wir die Formen. Da schmelzen wir den Wachs aus. Thomas, wenn du mal ein kleines Päuschen machst, dann hört ihr vielleicht, wie das hier schön britzelt wie eine Pfanne voll Speck. Das ist der Wachs, der jetzt hier langsam rausträufelt und ins Feuer träufelt. Die Formen müssen auf jeden Fall, bevor wir gießen, auf ungefähr 300 Grad vorgewärmt werden, sonst können wir Pech haben. Das Ganze sprengt auseinander und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Vorteil, dass die Bronze etwas länger in der Flüssigphase bleibt, sich schön verteilt und die Form sauberer annimmt. Die können wir dann auch gleich, wenn es ausgeschmolzen ist, wieder rausnehmen. Aber ja, hier jetzt hört man es schön. Wie eine Pfanne voll Frühstücksspeck. Ja, zwischendurch müssen wir immer wieder mal Kohle nachlegen. Das heißt, die Tiegel müssen stückchenweise immer raus, ein bisschen Kohle rein, Tiegel wieder rein, dass wir die auch soweit vorwärmen. Und dann können wir auch schon bald beginnen, unsere Kupfer-Zinn-Mischung abzuwiegen oder abzuschätzen, ja, in unserem Fall. Und das Ganze auf ungefähr 1000 Grad zu erwärmen. Bis gleich. So, wir werden jetzt mal einen Probeguss machen. Ich habe in diesem Tiegel etwas Zinn geschmolzen. Die Zinnplättchen möchte ich aber ohnehin verarbeiten. Ich habe hier eine meiner verlorenen Formen. Und da schauen wir jetzt mal, ob das funktioniert. Der Benny könnte vielleicht mal eben einmal festhalten. Oder der Thomas, der hier gerade sitzt, ja, könnte einmal die Form festhalten, dass sie so ein bisschen gerade ist. Warte mal, nicht mit dieser Zange, sondern mit dieser Zange. Einfach so ein bisschen gerade halten und ich versuche mal einen Probeguss. Moment, muss da mal richtig zu fassen kriegen. Oh, lalala. So, ja, versuchen wir mal. Ja, ich werde das mal von der anderen Seite machen, damit ihr das auch seht. Genau, wir wechseln mal. So, die verlorene Form, die war jetzt lange Zeit im Lagerfeuer. Zinn hat nur gereicht für ein Plättchen, das macht aber nichts. Restzinn ist dann. Wir schmelzen noch mal eben was auf.
Thomas, kannst du die Form noch mal ein bisschen da reinpacken ins Lagerfeuer aufrecht? Wir haben noch genügend Zinn da. Wir schmelzen noch mal eben schnell etwas auf und gießen dann die zweite Form auch noch aus. Scheiße, läuft aus. Ja, der ist gerissen. Das sieht man hier an der Seite. Schön rausperlen. Gieß noch mal ein bisschen nach. Da seht ihr es. Ja, das kann natürlich passieren. Ne? Künstlerpech. Aber immerhin haben wir ein Zinnplättchen wahrscheinlich hinbekommen. Das lassen wir jetzt schön auskühlen. Ich stelle das mal hier irgendwo an die Seite. Und dann schauen wir mal später, was draus geworden ist. Okay, Misserfolg und sind jetzt schon zwei Tiegel durchgebrannt. Man sieht das hier, glaube ich, im Video, dass der hier an der Seite richtig weggeschmolzen ist. Das sagt uns, dass der Ton nicht tauglich ist. Also ich habe auch gelesen, dass man für solche Tiegel gerne bayerischen Ton verwendet hat, der einen natürlichen Graphitgehalt hat und daher natürlich sehr wärmebeständig ist. Dieser Ton, den habe ich jetzt geordert im Internet, das ist, ich glaube, das firmiert unter Bastelton, ist also einfach absolut nicht ausreichend. Jetzt haben wir aber das Glück, dass Alex aus der IG 13 ist, noch Bronzegusstiegel dabei hatte. Die sind auch wohl speziell mal dafür gefertigt worden. Ich zeige so ein Ding mal. Ist natürlich etwas größer als die Tiegel, die wir haben. Wir haben den gerade hinten im Lagerfeuer vorgewärmt oder sind dabei, den vorzuwärmen. Ja, da haben wir halt einen Tiegel. Da kommt jetzt die Mischung rein, die wir eben auf mehrere Tiegel verteilt haben. Wir denken uns dann nochmal so ein bisschen Zinn dazu. Und dann schauen wir mal, ob es damit was wird. Bis später. Wir haben jetzt diese professionelle Bronzegussform ziemlich tief im Feuer versenkt. Wir haben hier ein paar Mal ein leises Ping gehört. Ich hoffe, das war nicht die Form oder der Tiegel vielmehr. Da war es schon wieder. Wir schauen mal, was passiert. Wir haben einfach das Rohmaterial aus den vielen kleinen Tiegeln umgefüllt in den einen großen. Haben dabei gesehen, dass schon eine leichte Legierung vorhanden war. Am Boden haben wir schon so ein bronzefarbenen Schimmer gesehen mitunter. Also wir waren temperaturmäßig auf einem guten Weg. Nur das Tiegelmaterial taugt ja halt einfach nichts. Und jetzt schauen wir mal, wie es hiermit ist. Also ich kenne diesen Ton nicht, eventuell ist das ja so ein Graphitton und wir bekommen dann doch noch einen schönen Bronzeguss hin. Ja, auch der Profi-Tiegel oder fast Profi-Tiegel ist leider gerissen. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, hier ringsrum unten der Boden ist kreisförmig gerissen. Es ist uns aber ein bisschen Schmelz erhalten. Wir haben eigentlich die perfekte Temperatur erreicht. Da, man sieht es, es ist schön flüssig. Es hat eben noch ein bisschen gebrodelt. Also unsere Technik ist soweit in Ordnung. Das Material, was wir an Tiegeln hatten, taugt überhaupt nichts. Man sieht das hier, der ist auch komplett weggebrochen. Wir lassen jetzt die Bronze hier drin auskühlen und ich hoffe, der Zinnanteil war nicht zu hoch, sodass ich die Bronze dann in der Esse zu Hause ausschmieden kann. Dann werde ich mir kleine Bleche schmieden und mal schauen, was ich daraus mache. Ja, Experiment gelungen, Patient tot. Wir werden das nächste Mal Graphit-Tiegel besorgen von Agil oder sonst woher. Wir haben gerade darüber diskutiert, wie es überhaupt die Gelbgießer im Hochmittelalter gemacht haben, ob die ihre eigenen Tiegel hergestellt haben, zugekauft haben. Ich schaue mal, ob ich da etwas recherchieren kann. Und dann probieren wir das Ganze einfach nochmal. Also wie gesagt, die Technik passt, die Esse funktioniert, unsere Belüftung von zwei Seiten mit leicht versetzten Düsen war eine sehr gute Idee. Wärmemenge total ausreichend. Wir haben jetzt... ich würde sagen, 9 Kilo Kohle ungefähr durchgehauen. Das nächste Mal brauchen wir sicherlich nur 6. Und dann versuchen wir das einfach nochmal. Und wenn wir Lust haben, dann nehmen wir euch mit und drehen nochmal ein Video. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Schön, dass ihr dabei wart, auch wenn es nicht funktioniert hat, aber so ist das Leben. Das Ganze war ein Experiment. Ja, dann gehabt euch wohl, wenn ihr Tipps habt für uns. Schreibt die bitte in die Kommentare, wenn erfahrene Bronzegießer dabei sind, die sagen, also hier, ihr könnt mit ganz einfachen Mitteln dieses oder jenes besser machen. Da würden wir uns fürchterlich drüber freuen. Gut, dann ja, bis zum nächsten Mal bei der IG 13. Tschüss.